Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich bin aus Versehen aufs Land gesprungen. Pokémon Zeta. Mann, fies. So. Wir sind hier immer noch auf der blöden Route und suchen die Höhle. Sie ist zu müde, um weiter zu schwimmen, aber sie ist auch zu müde, um zum Strand zu schwimmen. Das hört sich an, als müsste jemand die Seenotrettung rufen oder so. Ich finde, das hört sich nicht gut an für sie. So gar nicht. So ganz und gar nicht. Vielleicht sollte ich sie mit zum Strand nehmen. So. Du kriegst erstmal einen Donnerzahn. Vor allem ist sie doch gar nicht so weit weg. Also, ich finde, das sieht nicht so weit aus. Und nochmal. Und auf Wiedersehen. Ich hoffe, das gibt genug XP. Ich glaube aber nicht. Doch. Sehr schön. Ah, das schon wieder. Da darf ein anderes Pokémon ran. Weil die Dinger können echt fies sein. Also schalten wir das aus. So schnell es geht. Level 77 vor allem. Krass. Sehr übel. Die Trainer Level werden mit dem Fortschreiten der Route auch stärker. Sonst ist es immer so, auf einer Route hat man Trainer, die ungefähr immer den gleichen Level haben. Was heißt ungefähr? Eigentlich immer das gleiche haben. Und hier ist das irgendwie so, je weiter man in der Route fortschreitet, desto höher werden die Level der Trainer, habe ich das Gefühl. Also ich habe nicht nur das Gefühl, ich bin mir ziemlich sicher, dass es so ist. Was ich, weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Ich finde das irgendwie fies, weil ich gar nicht die Chance habe, so schnell zu leveln. Aber es gibt natürlich auch mehr XP. Deswegen. Tut das weh? Ja, ich glaube, das tat weh. Okay. Das tut mir jetzt leid für dich. Oh, jetzt kannst du nicht mal mehr denken. Soll ich dich... Das ist keine gute Idee, aufzuhören zu schwimmen. Hier ist die Höhle, die wir gesucht haben. Hier ist die Höhle. Hier ist die Höhle. Ich habe gehört, hier sind starke Pokémon drin. Ist wahrscheinlich relativ. Aber wir gehen da jetzt rein. Hier ist nichts. Wir setzen mal nichts Neues ein. Hier ist nichts. Hier ist kein Pokémon. Ich wurde angelogen. Vielleicht sind die auch weg, weil ich das Item weggenommen habe. Kann auch sein. Ach ja, ich habe ja keinen Schutz mehr. Und da ist das erste Tentoxa. Wie schön. Wie nett. Vielen Dank. Wie weit ist die Route? Oh, ich glaube, ich bin durch. Kommt hier gleich die nächste Stadt? Oh ja. Hast du deinen Trainer verloren? Was? Wie funktioniert denn die Stadt? Naja. Wir müssen jetzt erstmal die Route fertig machen. Dann beschäftigen wir uns mit der seltsamen Stadt. Würde ich sagen. Dankeschön. Und tschüss. Was ist das hier eigentlich für ein kleines Teichding? Schauen wir mal, was wir noch alles an Trainern hier haben. Oh, die hat sich natürlich extra weggedreht. Sie hat ein super seltenes Pokémon. Okay. Radfratz. Tentacha. Tentacha. Ich denke, sie hat Tentacha. Ist das das super seltene Pokémon? Ist es das? Darf ich ein Foto machen? Darf ich ein Foto machen? Von einem super seltenen Pokémon? Ein Selfie damit? Bitte? Donnerzahn.
Tut gut weh. Ja. Und paralysiert. Sehr schön. Und das tut weh. Ja, das war fies. Aber das war's. Ist das ihr super seltenes Pokémon gewesen? Oder ist das nächste das super seltene Pokémon? Ich bin so verwirrt. Huntail. Ist dazu passende bestimmt. Ja, natürlich. Sind beides super selten? Ich dachte, sie hätte gesagt, sie hat ein super seltenes Pokémon. Och, die treffen immer mit ihrer Hydro-Pumpe. Das ist schon nicht mehr witzig. Das gibt's echt nicht. Das kann mir doch keiner erzählen, dass das normal ist. Hydro-Pumpe hat nämlich keine hundertprozentige Trefferchance. Ich glaube 80. Das ist 80. Sowas in die Richtung jedenfalls. Aber es hat gut XP gegeben und ein Level-Up. Ich kann auch nicht glauben, dass du verloren hast. Welches war jetzt das super seltene? Oh, es sind doch mehrere. Na gut. Ich muss aber direkt wieder zurück und ein bisschen heilen. Was sagen denn die anderen? Es ist ein seltsamer Ort. Es benutzt Quantenmechanik. Okay. Damit alle Gebäude auf im selben Ort sind. Ja, hier ist nur das Pokémon Center. Okay, ich muss hier auf den Knopf drücken. Aber das machen wir jetzt noch nicht. Ich gehe jetzt erstmal. Wollte ich nicht heilen? War ich heilen? Ich bin so verwirrt. Die Stadt verwirrt mich. Die Stadt, die nur auf einem Platz ist. Ja. So. Auf Wiedersehen. Das arme Pokémon. Kein Wunder, dass es so verwirrt ist. Oh Mann. Und hier einmal rein. Wen tun wir denn nach vorne? Ich würde nämlich gern eins von den Pokémon, die hier auch wirklich leveln, nach vorne tun. Die Wasserrouten sind halt irgendwie blöd, weil da immer nur die Pokémon leveln können, die auch stark gegen Wasser-Pokémon sind, habe ich das Gefühl. Auf den anderen Routen ist das immer irgendwie ausgeglichener. Wie nervig. Es hat mich gecrittet. Willst du mich verarschen? Och Mann. So, mach's fertig, Rabigator. Das gibt es doch nicht. Und warum konnte ich jetzt fliehen? Was zum... Eigentlich wollte ich es mit Rabigator angreifen, aber ich habe mich verdrückt. Dass es da trotzdem funktioniert hat. Das gibt's doch nicht. Hallo? Sind hier noch Trainer? Eigentlich waren hier noch voll viele. Zumindest hatte ich das Gefühl. Dein mächtiges Pokémon wird mich zerstören. Okay. Habe ich noch nie gehört, den Noch nie habe ich gehört, dass jemand mich mit seinem Pokémon zerstören wird. Noch nie. Das ist was ganz Neues. Agilität. Es macht keinen Sinn, dieses Pokémon noch schneller zu machen. Du bist sowieso schon schneller als alles andere. Was soll denn das? Dämlich. Keine Rauhaut? Doch. Doch, doch. Wir wechseln einfach mal nicht. Wir lassen das hier ein bisschen hochleveln. Das passt ja gut in der Wasserroute. Würde ich mal sagen. Du brauchst nicht critten. Ich glaube, du kriegst sie auch so down. Was ist Bibach? Ist das Bidifass? Ja, tatsächlich. Okay. Das hat... Ja, gut. Aber das Ding hält... Nein, nicht Superzahn. Vieh. Okay, tschüss. Und es gibt den Level Up, sehr schön. Was kommt als nächstes? Ist das... Ja. Das ist das, was ich denke. Okay, das war die falsche Attacke. Es hat trotzdem Hälfte Schaden gemacht. Autsch. Ja, autsch. Schön, dass es sich selbst Schaden gemacht hat. Finde ich gut. Finde ich gerecht.
Ja, das ist super effektiv. Das ist doch schön. 5000 XP hat das Ding gegeben. Krass. Krass, krass. Gibt es hier noch Trainer? Willst du kämpfen? Let's do it. Ja. Lass es uns tun. Was? Was? Dedenne. Sie heißt einfach Dedenne. Nein, sie heißt wie ein Pokémon. Oh nein, was haben dir deine Eltern angetan? Ach du Kacke, okay. Wen setzen wir denn dagegen ein? Jetzt, wo ich kein Pokémon mehr habe, das gut gegen Wasser ist. Aber ich will nicht schon wieder zurücksurfen. Das macht keinen Sinn. Agilität. Schön. Okay, das macht Hälfte Schaden. Das ist gut. Das finde ich gut. Könntest du aufhören, dich immer höher zu boosten? Das bringt nämlich nichts, wenn du eh down bist. Ja, okay. Wir sagen nichts mehr dazu, schon okay. Das war dein einziges Pokémon? So. Ja, ich bin bereit für einen Pokémon-Kampf. Natürlich bin ich bereit. Was auch sonst? Was denkst du denn? Gastrodon. Ja. Da alle down sind, habe ich da nichts gegen. Auch warum triffst du denn immer nicht? Erste Attacke im Kampf und er trifft immer nicht. Nach ihm macht das wenig Schaden. Und das macht viel zu viel Schaden. Ja gut, wir wechseln mal eben. Würde ich sagen. Yay, Regentanz. Dann setze ich jetzt erstmal einen Surfer ein. Ich hoffe, du heilst dich nicht durch Wasserattacken. Was hat es denn für Fähigkeiten? Jedenfalls nicht die, die ich befürchtet hatte. Wie kannst du den Regentanz einsetzen und dann keine Wasserattacke einsetzen? Bist du doof? Weißt du, wie das hier funktioniert oder nicht so? Ich habe das Gefühl, nicht so. So. Lapras. Okay. Lapras kann Eisstrahl, das heißt, das wird gut wehtun, wenn das jetzt einsetzt. Oh, es hat keinen Eisstrahl und das ist sich nur zu fein, den einzusetzen. Was auch sein kann. Oh je. Der Regen hat aufgehört. Aber Hauptsache, du setzt deine Attacke immer und immer wieder ein. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Gut, das war ein guter Kampf. Dankeschön. Oder so. Mhm. Landtouren. Hi, ich habe gehört, du kannst Elektroattacken. Wie schön für dich. Ja, da mache ich doch jetzt ein bisschen mehr Schaden. Wie viel macht das mir? Och, das ging ja. Das ging. Ist ja wegen dem Drachen nur normal effektiv. Tut mir ein bisschen leid für dich, glaube ich. Du dachtest, du hättest jetzt das ultimative Pokémon. Oh, ist paralysiert. Ich werde nie wieder treffen. Ich sag's euch. Nie wieder. Jetzt crittet es mich einfach weg oder so. Nein, ich bin durch. Okay. Gut. Gut, gut. Das hätte auch schief gehen können. So, ich würde aber sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich glaube, ich habe nämlich alle Trainer besiegt. Und nächste Folge gucken wir dann, was es mit der seltsamen Stadt auf sich hat. Bis dahin, macht es gut und tschüss.